Wie intensiv schlägt Ihr BVB-Herz an einem solchen Freudentag? Die Bayern gegen den Meister aus Dortmund. Hier wurden im Februar die Weichen zum Titelgewinn gestellt. Damals siegte der BVB. Und es könnte um eine Weichenstellung in dieser Saison gehen. Und ein Erfolg würde die Mannschaft von Jürgen Klopp auf 2 Punkte herankommen. Samstag, Bundesliga, 13. Spieltag. Anpfiff, mein Puls hat sich gleich mal vervielfacht. Eine Mischung aus Ekstase und Angst. Gibt es wieder so eine Bayern-Dominanz, Alter? Nein, Mann, verdammt, keine Bange, sie sind da wie eine Bank, geben Gas, denn die Taktik, die klappt 1A, voll in Fahrt. Ich nehm die sogenannte Flügelzange gar nicht wahr, da droht keine Gefahr, oder doch? Tragik und Panik lagen nah, war ja klar, denn das hier war kein Spaziergang im Park, aber wir waren am Start. Und wenn man dann wie Boateng verwirrt hat, offenbart, dann wird das bestraft. Und ihr macht euch stark, ihr solltet es lassen, ihr euer Motto im Nacken tragen, der Trottel und Affen, ich schreib's euch auf die Stirn. Mia Samir und unser Logo daneben, denn wir waren hier. Die Bayern jetzt unter Druck. Götze, Kagawa, wieder Götze, 65. Minute, wo ist Boateng? 0:1, Borussia Dortmund führt in München durch einen Treffer von Mario Götze. Boateng verliert komplett die Orientierung. Richtig. Ja, behaltet eure Lederhosen an, die wollen wir nicht. Aber dafür habt ihr von uns ein schönes 1:0 gekriegt. Ups, sorry, 0:1 meint ihr, wir waren ja bei euch, auch wenn euer Kader teurer ist, wir haben überzeugt. Unter anderem durch Mats Hummels, wisst ihr noch. Ihr wolltet ihn nicht haben, aber bei uns trifft er doch. So kann's kommen, nur noch 2 Punkte Rückstand. Was bin ich froh, dass das Team zu alter Form zurückfand. Alles wieder offen und man darf wieder hoffen. Zumindest haben wir die Tiroler mitten ins Herz getroffen. Jupp, Reinkes und Hoeneß betteln sich. Welcher Kopf röter ist, ja man weiß es nicht. Schönes Ding auf jeden Fall, so kann's weitergehen. Anscheinend haben die Jungs so eine Art Meister gehen. Arsenal, Schalke, habt ihr das Teil gesehen? Mario Götze lässt euch dreimal stehen. Die Verfolgungsjagd beginnt. Natürlich. Es sind nur noch 2 Punkte. Wir wollten natürlich auch heute die Bayern wieder etwas ärgern und einfach den Abstand nach oben noch verkürzen. Und das ist uns gelungen. Und für uns ist es ja nicht so einfach, wir können uns mit München das richtige Zeichen gesetzt. Wir wollen uns da oben etablieren. Das muss ich natürlich sagen. Wir sind 2 Punkte dran. Ein Riesenschritt für uns. Ja, es war relativ kurios.